In diesem Video versuche ich mal die Anwendung der modifizierten Knotenspannungsanalyse an einem einfachen Netzwerk wie diesem hier zu erklären. Wenn man sich dieses Video jetzt anschaut, sollte man sich vorher mal das allgemeine Video zur Erklärung der modifizierten Knotenspannungsanalyse angeschaut und einigermaßen verstanden haben, da ich auf einige Erkenntnisse daraus hier versuche zurückzugreifen. So, bevor es jetzt losgeht, ist es schlau, diese zeitabhängige Spannung, die ja hier als Kosinusfunktion gegeben ist, in einen Zeiger umzuwandeln, in einen komplexen Zeiger, den schreibe ich mal als ruhenden Spitzenwertzeiger, einfach mit einer Amplitude von 1 Volt und einem Phasenwinkel von 0, den lasse ich weg. Und diese Frequenz schreiben wir auch mal als Kreisfrequenz, Omega, das ist 2 mal Pi mal F und 2 mal 50 sind 100, mal Pi sind 314 und als Frequenz schreibe ich jetzt 1 durch Sekunde statt Hertz. Und damit können wir dann auch diese Widerstände hier einfach als Impedanzen oder Admittanzen schreiben und können auch die Impedanz von dieser Induktivität ausrechnen. Das ZL komplex mit einem Strich drunter, das ist einfach J Omega mal L. Und wenn man jetzt die Werte 314 und den Wert für die Induktivität miteinander multipliziert, kommt man darauf, dass das J mal 10 Ohm sind. So, und das ist jetzt relativ schön, weil diese Widerstände sind alle 10 Ohm groß und diese Induktivität hier sind auch 10 Ohm groß, sodass man dieses Netzwerk oder die Spannung in diesem Netzwerk jetzt erstmal relativ einfach berechnen kann. Es ist immer gut, wenn man sich eine neue Methode, wie zum Beispiel diese modifizierte Knotenspannungsanalyse anschaut, erstmal vorher zu überlegen, wie würde das jetzt in diesem Netzwerk aussehen. Diese Spannungen bestimmen wir jetzt gleich mit Hilfe eines Zeigerbildes. Und deswegen markiere ich mal diese ganzen Teilspannungen, die hier auftreten mit unterschiedlichen Farben, die ich jetzt auch gleich in dem Zeigerbild wieder verwende. So, die Idee ist jetzt folgende. Diese Spannung hier sind einfach 1 Volt. 1 Volt mit einem Phasenwinkel von 0 Grad. Die kann ich im Zeigerbild mal einfach so zeichnen und sagen, das ist jetzt 1 Volt, das ist das UQ auf der reellen Achse. Einfach nach rechts gezeichnet und diese Spannung muss ich ja jetzt auch auf diese beiden Widerstände hier aufteilen und da diese beiden Widerstände eben 10 Ohm sind und gleich groß sind, machen das diese Spannungen auch gleichmäßig. Also das heißt, die Hälfte von dieser Spannung, das ist die Spannung U1 und die andere Hälfte, der Rest, das ist die Spannung U2. Ja, und auf der Seite hier drüben, da wo das L und das R ist, muss man ein bisschen diffiziler drüber nachdenken und sich erstmal überlegen, hier fließt ja ein Strom durch, den nenne ich mal IL. Diese Größen sind alle komplex. Und wir nehmen mal an, wir wissen noch nicht so richtig, wie dieser Strom fließt, aber wenn der Strom in diese Richtung zeigen würde, dann wüssten wir, die Spannung an diesem Widerstand hier unten, die ist ja U ist R mal I, die zeigt in die gleiche Richtung. Die würde parallel zu diesem Stromzeiger sein und halt in diese Richtung hier zeigen. Das ist, wäre die Spannung U3. Und die Spannung über der Induktivität ist ja J Omega L mal I. J macht eine Phasenverschiebung von 90 Grad, das heißt, diese Spannung über dem L würde hier 90 Grad nach oben zeigen. Und da das J Omega L betragsmäßig ja genauso groß ist, nämlich mit 10 Ohm genauso groß wie dieser Widerstand, ist dieser orange und der rote Zeiger sind die gleich lang. Das ist das UL. Und diese Spannung UL und diese Spannung U3, die müssen natürlich zusammen wieder die Gesamtspannung ergeben. Deswegen kann man sich jetzt denken, wenn wir die Spannung UL noch mal hier dran zeichnen würden oder wir würden die Spannung U3 noch mal hier so dran zeichnen, dann müssen die beiden zusammen wieder genau die Gesamtspannung oder die Quellspannung UQ ergeben. Und dieser Zeiger muss jetzt eben genauso groß sein wie dieser Zeiger hier. Das heißt, in unserem Originalschaltbild wäre das hier die Spannung UL. Und dann von dort bis zum Ende der Spannung UQ, das wäre die Spannung U3.
Und die stehen natürlich dann auch genau in diesem gleichen 90-Grad-Winkel aufeinander wie dieser 90-Grad-Winkel, den wir dort haben, der sich eben aus dem J hier ergibt. Ja, und jetzt kann man das Ganze mit Werten unterfüttern und kann sagen, diese Spannung UQ, das ist ja 1 Volt. Das heißt, die Spannung, die hier genau die Hälfte davon ist, das müssen 0,5 Volt sein. Und die Spannung U2, die die andere Hälfte sind, das müssen auch nochmal genau 0,5 Volt sein. Und dementsprechend muss dann diese rote Spannung hier, die über der Induktivität abfällt, 0,5 Volt sein plus J 0,5 Volt, weil das ja genauso weit wie hier eben auch genauso weit nach oben geht. Und dementsprechend muss dann diese gelbe Spannung hier, diese orange Spannung über den Widerstand R3 0,5 Volt minus J 0,5 Volt sein, damit sich die plus J 0,5 und die minus J 0,5 genau gegenseitig aufheben und 0,5 und 0,5 sind dann auch wieder 1 Volt und man landet genau hier unten. So, jetzt kann man sich halt noch überlegen, wie würde, die zeichne ich jetzt mal hier in hellblau ein, wie würde jetzt diese Spannung hier aussehen, die eigentliche Brückenspannung von der Mitte hier bis zu der Mitte dort. Und das wäre im Zeigerbild natürlich genau diese Spannung. Die wäre jetzt genauso lang wie diese Teilspannung hier unten. Also das wäre auch genau die Hälfte der Quellspannung, der Gesamtspannung. Und die wäre phasenwinkelmäßig genau um 90 Grad gegenüber der Quellspannung verschoben. So, damit sind jetzt alle Spannungen, alle Teilspannungen in diesem in diesem Schaltbild bestimmt. Jetzt bräuchte man eigentlich überhaupt gar keine Knotenspannungsanalyse oder modifizierte Knotenspannungsanalyse anwenden. Aber das geht natürlich jetzt nur so einfach, weil diese Widerstände alle gleich groß sind und weil diese Impedanzbetragsmäßig auch gleich groß sind. Und wenn das nicht so wäre, dann würde das so einfach mit der Konstruktion dieses Zeigerbildes nicht funktionieren. So, deshalb jetzt der nächste Schritt, das Ganze mit der modifizierten Knotenspannungsanalyse zu rechnen. Dazu muss man diese Matrix aufstellen, die das Gleichungssystem repräsentiert, was dahinter steckt. Und bevor man diese Matrix jetzt füllt, ist es schlau, die Knoten erstmal zu nummerieren. Dieser Knoten, der hier unten angeschlossen ist, an die Masse, den nennen wir gleich mal 0, das ist der Bezugsknoten und die anderen Knoten werden jetzt fortlaufend durchnummeriert. Der Knoten oben kriegt mal die Nummer 1, dieser unechte Knoten in der Mitte kriegt mal die Nummer 2 und dieser Knoten hier drüben kriegt die Nummer 3. Und das, was wir jetzt eigentlich mit der MNA-Methode oder mit der modifizierten Knotenspannungsanalyse ausrechnen, sind diese Knotenspannungen. Das heißt immer die Spannungen von dem jeweiligen Knoten zum Bezugsknoten. Das heißt, das ist die Spannung 1. Das ist also die Knotenspannung 1, das ist die Spannung UK2, ich schummel mal ja auch noch ein K mit hin, und die Spannung hier hinten, das ist dann die Knotenspannung UK3. Und das natürlich sind das auch wieder komplexe Zeiger, deswegen kriegen die auch wieder einen Strich drunter. Das ist das, was wir nachher eigentlich ausrechnen. Diese Knotenspannungen stehen hier in diesem Vektor der Unbekannten. Und dann hat dieses Gleichungssystem noch eine rechte Seite. Das ist auch ein Vektor, da stehen die Quellen drin. So, und jetzt gibt es eben abzüglich dieses Bezugsknotens hier unten drei Knoten und eine Spannungsquelle, die wir auch berücksichtigen müssen. Deswegen ist diese Matrix hier eine 4x4 Matrix und das ist ein Spaltenvektor mit vier Zeilen. Das ist auch ein Spaltenvektor mit vier Zeilen. Und jetzt muss man diese Matrix und diese Spalten ein bisschen mit Leben füllen. Ich teile mal hier drei Zeilen und drei Spalten ab und hier auch die letzte Zeile etwas abteilen und hier die letzte Zeile etwas abteilen. Und jetzt muss man ein paar Regeln wissen, die sind in dem anderen Video erklärt, nämlich dass hier auf der Hauptdiagonale jeweils die Admittanzen stehen, die am jeweiligen Knoten angeschlossen sind. Jetzt stehen hier noch Widerstände und eine Induktivität, das heißt, wir müssen erstmal Admittanzen hinschreiben. Die Admittanz 1 wäre einfach 1 durch R1 und die Admittanz 2 wäre einfach 1 durch R2 und die Admittanz 3 wäre einfach 1 durch R3 und die Admittanz der Induktivität ist einfach 1 durch J Omega L. So, da diese Widerstände alle 10 Ohm groß sind, können wir hier uns denken, dass diese Admittanzen alle vom Wert her 0,1 Siemens haben. Und hier hinten ist das so,
1 durch J ist das gleiche wie minus J und 1 durch 10 sind halt auch 0,1 Siemens, weil 1 durch Ohm ist Siemens. So, das sind jetzt die Admittanzen und die Regel war, auf der Hauptdiagonale dieser Matrix steht die Summe der Admittanzen am jeweiligen Knoten. Am Knoten 1 ist die Admittanz 1 angeschlossen und die Admittanz YL, deswegen steht hier Y1 plus YL. Am Knoten 2 ist die Admittanz 1 und die Admittanz 2 angeschlossen, deswegen steht dort Y1 und Y2. Und am Knoten 3 ist die Admittanz YL angeschlossen und die Admittanz Y3. So, damit ist diese Hauptdiagonale gefüllt. Jetzt muss man die nächste Regel wissen für die Nebendiagonalen. Und zwar stehen dort die Koppeladmittanzen zwischen den jeweiligen Knoten. Und zwischen dem Knoten 1 und 2 ist die Admittanz Y1 und diese Koppeladmittanzen stehen hier immer mit negativen Vorzeichen. Also steht in der ersten Zeile zweiten Spalte minus Y1, genauso in der zweiten Zeile und in der ersten Spalte. Dann können wir schauen, zwischen Knoten 1 und Knoten 3 ist das YL angeschlossen, deswegen steht in der ersten Zeile dritten Spalte ein minus YL, genauso in der dritten Zeile und in der ersten Spalte. Und zwischen dem Knoten 2 und dem Knoten 3 ist gar nichts angeschlossen, deswegen steht an der Stelle einfach eine 0. So, damit ist dieser Teil der Matrix schon mal gefüllt und die letzte Spalte und die letzte Zeile, die müssen jetzt hier für diese Spannungsquelle ausgefüllt werden. Und da gibt es eben die Regel für diese Spalte. Da, wo der Spannungsfall anfängt, an diesem Knoten, in dieser entsprechenden Zeile steht eine minus 1, deswegen steht hier eine minus 1. Und da, wo der Pfeil aufhört, wo die Pfeilspitze ist, an diesem Knoten würde eine plus 1 stehen. Die Pfeilspitze ist aber am Bezugsknoten angeschlossen, deswegen passiert hier in den anderen Fällen gar nichts. Da stehen einfach Nullen. Und in dieser Zeile ist das genauso, bloß mit umgekehrtem Vorzeichen. Das heißt, da, wo der Pfeil anfängt, an diesem Knoten steht eine plus 1. Und an den anderen Stellen stehen dann entsprechend auch Nullen und an dieser Stelle steht sowieso eine 0. So, dann in dem Vektor dieser Unbekannten, da stecken jetzt unsere Knotenspannungen drin, UK1, UK2, UK3. Und für die Spannungsquelle wird dieser Strom hier berechnet. Der Gesamtstrom, den ich auch nochmal als Zeiger hinschreibe, das ist der Strom, der durch die Spannungsquelle durchfließt und zwar genau in diese Richtung, entgegengesetzt der Spannungsrichtung. Und dann ist noch die Frage, was steckt in diesem Vektor drin? Da stecken die Quellen drin und zwar hier oben die Stromquellen, die am jeweiligen Knoten angeschlossen sind. Es gibt an den Knoten und überhaupt in diesem Schaltbild gar keine Stromquellen, deswegen stehen die überall Nullen. Und hier unten steht genau der Wert dieser Spannungsquelle, also unser UQ als Zeiger. Ja, und jetzt haben wir ein 4x4 Gleichungssystem in Matrixform aufgeschrieben, das wir jetzt in Richtung dieser unbekannten Knotenspannung und dieses Gesamtstromes lösen müssen. Das machen wir jetzt natürlich nicht von Hand, sondern benutzen dafür gleich eine Numeriksoftware, nämlich Octave. Und bevor wir das jetzt tun, ist es schlau, sich dieses Gleichungssystem mal nochmal etwas kompakter aufzuschreiben. Deswegen schreibe ich mal so, dass wir diese Matrix hier, die nennen wir A, diesen Vektor hier mit den unbekannten Knotenspannungen, den nennen wir x, die werden miteinander multipliziert und die andere Seite von dem Gleichungssystem, diesen Vektor hier, den nennen wir b. Und jetzt wollen wir diese Matrixgleichung nach dem x hier umstellen. Das heißt, wir nehmen die Inverse der Matrix A und multiplizieren die von dieser Seite an dieses Gleichungssystem ran. Dann steht hier die inverse Matrix mal die Matrix ergibt die Einheitsmatrix und die Einheitsmatrix mal diesen Vektor ergibt diesen Vektor. Und auf der anderen Seite steht dann eben die inverse Matrix von A mal dieser Vektor B. Und das kann man jetzt eben auch so schreiben, dass man sagt, das ist ein B und geteilt durch diese Matrix A mit einem schrägen Bruchstrich, mit einem Backslash in diese Richtung. So, damit kann man das Ganze sich jetzt eben in Octave anschauen. Das ist hier schon mal offen. Ich mache mal mit einem CLC die Kommandozeile etwas leer. Und wir geben jetzt erstmal hier diese ganzen Werte ein. R1, R2 sind 10 Ohm, R3 sind 10 Ohm. Und das ZL
schreibe ich mal so direkt so hin, sind J mal 10 Ohm. So, daraus können wir jetzt diese Impedanzen, diese Admittanzen ausrechnen. Das Y1 ist 1 durch R1, das Y2 ist 1 durch R2, das Y3 ist 1 durch R3, alles 0,1 Siemens, wobei sich das Oktev natürlich jetzt nicht um die Einheiten kümmert. Und das YL ist 1 durch ZL und das sind dann minus 0,1 Siemens mal J. So, dann müssen wir diese Matrix hier unten aufschreiben. Die nenne ich jetzt gleich mal A. Und jetzt einfach letztendlich relativ stupide abschreiben, das Wort, was dort unten steht. Also Y1 plus YL, dann haben wir ein minus Y1, dann haben wir ein minus YL und eine minus 1. Dann in der nächsten Zeile haben wir ein Minus, also der Zeilenumbruch funktioniert mit einem Semikolon. Und diese ganze Matrix muss eben in eckige Klammern gepackt werden. In der nächsten Zeile ein Minus Y1, ein Y1 und Y2, eine 0 und nochmal eine 0. Dann die dritte Zeile minus die Admittanz von der Induktivität. Dann die Summe der Admittanzen am dritten Knoten und noch mal eine 0 und dann sind wir schon bei der letzten Zeile 1 0 0, 0 und noch mal 0. Eckige Klammer zu und dann sieht man diese Matrix jetzt hier, wobei die letzte Spalte eben auf die nächste Zeile sozusagen umgebrochen wird. Ich verzichte jetzt mal darauf, hier die Werte noch mal zu kontrollieren und hoffe mal, dass das alles so passt. Jetzt geht es um diesen Vektor B. Da stehen ja erstmal nur Nullen drin, also drei Zeilen mit Nullen und in der letzten Zeile die 1 Volt von unserer Quellspannung von dem 1 Volt. Das ist das B und jetzt können wir das X ausrechnen aus A Backslash B, also der Inversen der Matrix A multipliziert mit diesem Vektor B. Und dann wird das X hier ausgerechnet. Und jetzt können wir schauen, was verbirgt sich halt hinter diesem X. Der erste Eintrag ist die Knotenspannung am Knoten 1. Und da wird hier 1 Volt ausgerechnet. Die Knotenspannung am Knoten 1 entspricht natürlich genau unserer Quellspannung. Deswegen sollte da auch tatsächlich 1 Volt rauskommen. Das passt also. So, der zweite Eintrag in dem Vektor entspricht der Knotenspannung am Knoten 2. Das sollte genau die Spannung sein über den Widerstand R2. Das hatten wir vorhin mit 0,5 Volt berechnet, das passt auch. Und die Knotenspannung 3 entspricht genau der Spannung an dem Widerstand R3. Das hatten wir vorhin auch. Das steht hier oben mit 0,5 Volt minus J 0,5 Volt in diesem Zeigerbild berechnet. Und das passt ganz offensichtlich auch. Und jetzt wäre halt nur noch die Frage, passt dieser Strom dort unten? Da kann jetzt mal jeder selber drüber nachdenken, wie man diesen Strom jetzt in diesem Schaltbild berechnen kann. Aber ich versichere mal, das passt auch. So, und damit hätten wir jetzt ein Schaltbild, ein recht einfaches, aber trotzdem immerhin eines mit dieser modifizierten Knotenspannungsanalyse berechnet. Und jetzt kann man dieses Verfahren natürlich auch auf andere Schaltbilder genauso anwenden. Ein sinnvolles Beispiel, das jetzt zu tun wäre, eben mal auszuprobieren, was passiert, wenn man diese Widerstände und diese Induktivität jetzt nicht mehr gleich groß macht, weil dann lässt sich das ja mit dem Zeigerbild hier oben nicht mehr so einfach machen. Dann könnte man aber mit Hilfe der Spannungsteilerregel eben die Spannung hier und die Teilspannung hier drüben immer noch sehr einfach ausrechnen. So ein richtiger super Anwendungsfall für diese modifizierte Knotenspannungsanalyse, ich nehme jetzt mal lila, weil das noch gar nicht benutzt wurde, wäre jetzt die Sache, wenn hier in der Mitte noch ein Widerstand wäre, nehmen wir den mal R4, dann würde das ja mit der Spannungsteilerregel hier und mit der Spannungsteilerregel hier nicht mehr funktionieren, weil dieser Widerstand ja beide Spannungsteiler belasten würde. Und auch sonst wäre das Netzwerk relativ schwierig auszurechnen, weil man ja gar nicht mehr so einfach einen Gesamtwiderstand hier ausrechnen kann.
um dann meinetwegen zum Beispiel mal den Gesamtstrom zu bestimmen, weil diese beiden Widerstände oder diese Impedanzen, die sind ja nicht mehr direkt parallel, weil der Herr dazwischen ist. Und diese beiden sind auch nicht mehr direkt parallel. Und genauso sind die beiden auch nicht mehr direkt in Reihe, weil eben dieser Widerstand ja in R4 in der Mitte da immer dazwischen funkt. Also hier müsste man jetzt sowas machen wie diesen Stern zum Beispiel in ein Dreieck umwandeln oder sich sagen, das hier oben ist sowas wie ein Dreieck und das in einen Stern umwandeln, dann kann man dieses Netzwerk wieder mit klassischen Methoden berechnen. In der MNA ist das jetzt natürlich überhaupt gar kein Problem. Das Einzige, was wir jetzt tun müssten, wäre eben am Knoten 2 und am Knoten 3 auf der Hauptdiagonale einfach nochmal ein Y4 dazu zu schreiben, an der Stelle und an der Stelle. Und dann zwischen dem Knoten 2 und 3 einfach nochmal ein Minus Y4 als Koppeladmittanz hier an diese Stelle zu schreiben. So, und das wäre die einzige Sache, die wir jetzt in diesem Gleichungssystem ändern müssten, in dieser Matrix ändern müssten, in dem Oktav hier oben ändern müssten bei der Eingabe dieser Matrix. Und dann könnten wir dieses Netzwerk trotzdem weiterhin genauso berechnen, auf genau die gleiche, relativ einfache Art und Weise. Und das ist der große Vorteil dieser modifizierten Knotenspannungsanalyse.